Ich sehe bei fast allen Golfern bei ihrem Schwung eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung. Eine Entwicklung, die leider oft zu schwachen Schlägen geführt hat. Chicken Wings, Tops, Slice und so weiter. All diese Golfer haben die Entwicklung zu diesem Schwung bereits bei der allerersten Begegnung mit Golf begonnen. Das allererste Mal, als sie auf den Ball geschlagen haben. Und das hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Und in diesem Video möchte ich dir eben ganz genau erklären, was da passiert ist und vor allem, wie du da wieder rauskommst. Also bitte bleib dran bis zum Schluss, es wird jetzt sehr, sehr interessant. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, möchte ich dich bitten, dass du hier unten meinen Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke daneben anklickst. Das ist sehr wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Was ist da passiert, als diese armen Golfer mit dem Golfspielen begonnen haben in der allerersten Stunde? Nun, sie haben einen Schläger in die Hand bekommen, der Ball lag am Boden und der innigste Wunsch war es, einfach nur den Ball zu treffen. Glaube ich, das kennt jeder von uns. Jetzt beginnt man, dass man den Schläger in die Hand nimmt, meistens irgendwie, meistens zu viel in der Handfläche. Man greift irgendwie so, ja, bestenfalls mit der rechten Hand unter der linken. Manchmal ist man auch verkehrt. Aber sagen wir haben das geschafft, dass wir ungefähr die Hände so beieinander haben. Dann hat sich der Golfer hingestellt hinter den Ball und eine sehr, sehr unsportliche Haltung eingenommen. Es ist ihm zu diesem Zeitpunkt übrigens noch komplett egal, wie er aussieht dabei, wie ein Schwung funktioniert. Er hat nur ein Bedürfnis, er möchte den Ball gut treffen. Und er hat sich hingestellt und einfach mal frei auf den Golfball losgeschwungen. Und es ist Folgendes passiert. Er bleibt liegen. Ich glaube, da gibt es einige, die diese Geschichte erzählen können, dass ihr erster Schlag nicht funktioniert hat. Ja, und das war bereits das Anfang vom Ende, blöd gesagt. Ab jetzt geht's los. Du hast dann bemerkt, du bist über den Ball drüber gefahren. Meistens passiert das deswegen, weil es einfach für einen Hobbygolfer, was heißt Hobbygolfer, für einen Anfänger, kein natürlicher Reflex ist, die Arme zu strecken, dass man in eine gute Position kommt, sondern man beginnt einfach instinktiv, den Ball irgendwie aus dem Boden rausschaufeln zu wollen und zieht die Arme an. Und genau das passiert in der ersten Stunde, wahrscheinlich beim ersten Schlag. Man macht das und beginnt dann bestenfalls den Ball zu toppen, so wie ich jetzt. Ja, und jetzt da habe ich schon ein erstes Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe den Ball zumindest berührt. Erster Ball Lutschschlag, zweiter Ball berührt. Jetzt geht die Sache weiter. Jetzt mache ich Fehleranalyse als Anfänger. Wie kann ich das besser machen? Jetzt wirst du wahrscheinlich dann beginnen, irgendwann mal drauf zu kommen, ja, dass du irgendwie aufgestanden bist. Irgendwer sagt dir, na, du darfst nicht so aufstehen. Oder du kommst selber auf die Idee, du musst wohl mit dem Körper hochgegangen sein, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Das heißt, du wirst dich jetzt darauf konzentrieren, dass du noch mehr nach vorne gebeugt bist und noch solider unten bleibst. Und jetzt passiert es, pass auf, du hast ihn getroffen. Du bist infiziert, das Virus hat dich gepackt, du möchtest Golfer werden. Jeder Golfer, der mit dem Golfsport begonnen hat im Erwachsenenalter, kann sich sicherlich noch daran erinnern, wie das beim ersten Mal, als ein Ball geflogen hat. Und jetzt geht's los, jetzt müssen wir den Ball häufiger treffen. Die Taktik übrigens mit dem hier weit unten bleiben hat sehr gut funktioniert. Das versuche ich gleich noch ein zweites Mal. Und jetzt passiert Folgendes, ich ziehe die Arme jetzt noch mehr ein, unabsichtlich. Ja. Und obwohl ich unten bleibe, fahre ich wieder vorbei. Und jetzt möchte ich auf keinen Fall nochmal oben vorbei, gehe noch weiter runter und irgendwann mal haue ich vielleicht sogar vor im Boden rein. Das nächste Dilemma. Auf alle Fälle hast du die Information bereits bekommen, du darfst auf keinen Fall dich aufrichten, du musst hier irgendwie ruhig bleiben und einfach nur so durchschwingen. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein langer Putting-Schwung, wenn man das so banal sieht. Gut, die Idee ist gepflanzt. Jetzt beginnst du zum Golfspielen und du kommst jetzt zum Golfpro. Und dein Golfpro wird dich natürlich sofort korrigieren. Der wird sagen, ja, so schwingt man nicht, man muss am Schluss hier am linken Fuß stehen. Und dann ja, so zum Ziel schauen, am besten mit dem rechten Fuß hier so in der Luft hier. Und ja, und du übst das ganz fleißig, dass du eben durchschwingst und am Schluss so dastehst. Aber im Treffmoment selber, wenn du genau schaust, bist du immer noch in dieser Position. Und eigentlich machst du danach eigentlich nur die Korrektur hinterher, eigentlich mehr aus Kosmetik. Ich mache diesen Schwung mal ganz kurz vor, das schaut dann ungefähr so aus.
Ja, gut, es war ein herrlicher Golfschlag. Ich habe ihn solide 80 Meter geschlagen und sogar getroffen. An einigen Tagen funktioniert dieses Konzept sehr gut, aber leider im Laufe der Zeit wird das immer frustrierender, weil dadurch erzeugst du eine Menge Probleme in den Handgelenken, in den Ellbogen, in deiner Rotation. Du kannst eigentlich nicht kraftvoll zuschlagen. Es entstehen unsere typischen Golferprobleme. Ja, und jetzt bist du quasi in diesem Muster drinnen und kommst nicht mehr raus und eigentlich nur wegen der allerersten Stunde, den allerersten Moment, als du Golf begonnen hast. So irgendwie muss das Ganze passiert sein. Zumindest habe ich immer den Eindruck, wenn ich einige meiner Schüler zusehe, wenn sie das erste Mal zu mir kommen, wenn ich Golf auf der Range beobachte, die fixe Idee, dass man unten bleibt und ja nicht ja irgendwie sich hoch bewegt, ist irgendwie verständlich, weil wenn man natürlich die Ellbogen gebeugt hat, macht das ja keinen Sinn, weil wenn ich die Ellbogen gebeugt habe, dann werde ich natürlich nicht mich aufrichten, hochstrecken, macht null Sinn, dass ich Power erzeuge, sondern ich werde unten bleiben. Das heißt, gebeugte Ellbogen und nach vorne gebeugter Oberkörper passen perfekt zusammen. Leider nicht sehr effektiv. Was machen die guten Spieler, die Profis hier so anders? Im Abschwung ist der rechte Ellbogen eines Profis noch gebeugt. Ich sage jetzt mal so circa Hausnummer 20 bis 30 Grad, kurz vorm Treffmoment. Der linke Ellbogen ist auch ein paar Grad gebeugt, er ist nicht ganz gestreckt. Und in diesem Zustand kommen die Profis in den Golfball hinein. Aber jetzt ist was ganz, ganz Gravierendes anders. Die Profis beginnen jetzt mit den Ellbogen einen Streckungsprozess durchzuführen. Die Ellbogen sind hier relativ weit noch auseinander, hier unter Anführungszeichen, und hier sehr eng beieinander. Das heißt, sie befinden sich in einer Bewegung von Beugung nach Streckung. Ja, und das schaut dann ungefähr so aus, von Beugung nach Streckung. So schaut das aus, das Ganze. Ja? Und das machen wirklich alle guten Golfer, die den Ball weit schlagen und konstant treffen. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Wenn du jetzt beginnst, in dieser Position hier die Ellbogen zu strecken und den Schläger zu entwinkeln, dann würdest du ja hier in den Boden reinschlagen, wenn der Körper noch in dieser Position bleibt. Deswegen möchte das ja kein Hobbygolfer machen, weil er würde sich ja verletzen. Die Profis haben jetzt aber hier eine andere Strategie. Und zwar, sie beginnen ab dem Moment, wo die Hände circa hier auf Höhe des rechten Oberschenkels sind oder sogar ein bisschen davor vielleicht sogar, beginnen sie den Oberkörper aufzurichten. Das heißt, sie bleiben nicht in einer Vorwärtsbeugung, sondern sie gehen aufwärts hinauf, also hier, so kann man sich das technisch vorstellen. Und das geht in einem Timing, dass während die Ellbogen sich hier strecken und enger zusammengehen, und da geht hier der Oberkörper rauf und retour, und dann geht es sich genau aus, dass man den Boden auf der richtigen Stelle trifft, quasi unter dem Ball. Das Timing ist hier natürlich sehr, sehr kritisch, aber normalerweise, ja, wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, hat man das sehr, sehr schnell heraus. Das heißt, ich glaube, das Erste, was Golfer verstehen müssen, ist, dass man nicht unten bleibt mit dem Körper, also nicht nach vorwärts gebeugt bleibt, sondern man muss sich aufrichten. Und was, glaube ich, viele Golfer noch nicht verstanden haben, ist, dass die Profigolfer am Ende des Durchschwungs sich sogar in einer Rückwärtslage befinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier neutral stehe und das ist jetzt 0 Grad Beugung, dann befinden sie sich beim Driver, weiß ich zufällig auswendig, 20 bis 30 Grad rückwärts geneigt. Das heißt, bei einem sehr, sehr vollen Schlag ist es nichts Unnormales, dass Profis rückwärts stehen. Okay, und bei den Hobbygolfern sehe ich regelmäßig, dass sie in dieser Position nach vorne geneigt bleiben, in dieser Forward Flexion. Und das ist das, was eben diese Chicken Wings, diese angezogenen Ellbogen zusätzlich unterstützt. Und das ist natürlich etwas, was nicht wirklich kräftig ist. Wenn du dir vorstellst, wenn ich von einer Vorwärtsneigung in eine Streckung gehe, dann kann ich das wirklich sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr schnell machen. Das erzeugt Geschwindigkeit, Schlägerkopfgeschwindigkeit, das erzeugt eine stabile Handstruktur und hat andere Vorteile. Jetzt habe ich über die Jahre gesehen, dass es vielen Golfern hilft, wenn man ihnen die Idee gibt, dass die Arme gestreckt durch den Ball durchgehen. Sie beginnen auch tatsächlich, sich mit dem Körper
dementsprechend ein wenig aufzurichten automatisch. Aber ich denke, dass dieses alte Muster so tief im Kopf verankert ist, dass sie es gar nicht schaffen, die Arme wirklich zu strecken. Und wenn sie das machen, machen sie das auf eine Art und Weise, dass auch die Schulterblätter so nach vorne kommen. Ja? Das wollen wir nicht. Wir wollen die Schulterblätter nach hinten haben, in einer stabilen Position. Das heißt, allein der Gedanke, nur so gestreckt, wie es geht, durch den Ball gehen, führt auch zu nichts. Ja? Oder vielleicht besser, aber noch nicht optimal. Man muss auch wirklich verstehen, wie das abgeht, das Ganze. Und da habe ich jetzt eine Übung entwickelt, die wirklich, wirklich sehr gut funktioniert. Und da möchte ich bitte, dass du jetzt unbedingt noch dran bleibst und dieses jetzt hier anschaust, was ich mit dir mache. Weil das ist etwas, was wirklich vielen, vielen Schülern von mir sehr geholfen hat. Und zwar, was ich mache, ist, dass man sich jetzt hinstellt, den Schläger in die Hand nimmt, seinen normalen Griff macht und die Ellbogen ganz weit auseinander gibt und ganz nah am Körper. Und jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du hier, ja, hier mit dem Schläger, wo dran bist, und da möchtest du durchstechen hier, so hier, okay? Und wenn du mir jetzt zuschaust, siehst du, dass ich jetzt hier sehr blitzartig die Arme strecke nach vorne, wie wenn ich versuche, etwas, ja, so durchstoßen hier, wie mit einem Dolch, ja? So wie beim Fechten. Angar, ja, so das. Angar, ja, das ist das Gefühl hier. Ich weiß auch aus der Erfahrung von meinen Hobbygolfern, dass sie das ungefähr mit diesem Tempo dann machen. Okay? Nein, ich meine nicht so. Ich meine Angar. Okay, ich meine wirklich bumm. Und siehst du, meine Schulterblätter sind absolut stabilisiert da hinten. Ich habe sie eher hinten. Angar. Ja? Und wenn ich jetzt hier schwinge, mache ich einen Schwung, wo ich hier leicht gebeugt bin, kann ich ruhig mal übertreiben und mache Angar. Und da macht es überhaupt nichts, dass ich mal ordentlich in den Boden reinhaue. In der Regel tut das auch nicht weh. Aber ich möchte auf alle Fälle, dass die Ellbogen sich hier in einem Streckungsprozess befinden und ich steche quasi den Boden ab. Ich mache Angar. Ja? Und das gibt mir eben ein gutes Gefühl, was die Arme zu tun haben. Weil, wenn ich das dann hier mache, ein ordentliches Angar, und ich schlage dann zu früh in den Boden rein, ja, dann muss ich halt verstehen, dass ich auch dann langsam mich aufrichten darf. Sollte dir das also passieren, dass du jetzt hier beim Angar da reinschlagst, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Bitte probier das einmal zuerst so mit einem kleinen Angar, einem Stechen in dieser Richtung. Kann ruhig sehr dynamisch sein. Wichtig ist dabei, dass die Ellbogen eng beieinander sind, wenn du das dann am Schluss dann hier stehst. Und dann versuch das mal hier mit dem Golfball. So hier an Angar. Und du siehst, ich stehe wirklich hier am Schluss, habe den Schläger runterzeigen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du Kontrolle hast über diese Bewegung. Jetzt wollen wir das Ganze noch etwas auf die Spitze treiben. Und zwar jetzt möchte ich, dass du auch dementsprechend eine Streckung dazu bekommst. Bitte beginne jetzt langsam, vor allem wenn du Rückenschmerzen hast, dass du jetzt bitte dich nach vorne beugst und strecken beginnst in eine leichte Rückwärtslage. Ich mache das mal so, in eine leichte Rückwärtslage. Du bist übrigens dabei in keinem Hohlkreuz, weil normalerweise zieht man auch die Bauchmuskel instinktiv an und kippt das Becken in diese Richtung und dann ist man in keinem Hohlkreuz. Es ist mehr die Brustwirbelsäule, die nach hinten geht. Also eigentlich durchaus möglich, dass man das schafft, ohne sich weh zu tun. Aber fangen wir sicherheitshalber etwas langsamer an, mach das ein paar Mal als Gefühl. Und dann, wenn du das Gefühl hast hier, dann mach es etwas schneller und am Schluss wirklich in eine Streckung rein. Ich habe dann kein Problem, dass du so wie ich sogar ein bisschen vom Boden abhebst sogar. Dann würde ich einmal beginnen, wieder kleine Angars zu machen, ein paar Streckungen. Und dann gibst du diese Rückwärtslage noch dazu. Das schaut dann so aus. Okay, das mache ich mal hier in der Luft. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht, mache ich das hier am Boden. An da zurück und dann schlage ich mal gemütlich, nur einen kleinen Schwung hier, mal so den Ball an da, schaue, ob ich zurückgestreckt bin, ob die Schulterblätter zurückgestreckt sind, ob die Arme gestreckt sind, Ellbogen nah beieinander. Und jetzt hast du das gemacht, was du eigentlich von Anfang an machen hättest sollen. Das Problem ist, wenn dir das jemand so gezeigt hätte, hättest du wahrscheinlich gar nicht zum Golfspielen begonnen. Wenn du das einmal im Gefühl hast, dann würde ich beginnen, dass du mal das immer wieder probierst. Angar und Rückwärtslage.
Suche ein Tempo, ein Ausmaß, das mit deinem Körper sich vereinen lässt. Bitte sei vorsichtig, dass du nicht das zu extrem machst am Anfang. Aber wenn du das Konzept verstanden hast, ist es an und für sich sehr, sehr rückenschonend, weil es nämlich extrem schlecht für den Rücken ist, in einer Vorwärtsneigung durchzudrehen. Das ist das Schlimmste, was du für deinen Rücken tun kannst. Diese Streckung ist eine Entlastung des Beckens, das in die Richtung geht. Das schützt die Wirbelsäule normalerweise, den Lendenbereich, also keine Angst. Und dann machst du einfach mal vielleicht so einen Dreiviertelschwung hier mit derselben Idee an Gar und schaust, ob du in Rückwärtslage bist hier. Und so kannst du dann langsam beginnen, deinen Golfschwung aufzubauen. Und bitte lass mich unten in den Kommentaren unbedingt wissen, wie es dir dabei ergeht bei dieser Übung. Damit das Ganze hier ordentlich funktioniert, solltest du auch verstehen, wie die Handgelenke im Golfschwung funktionieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, damit man eben die Bälle gut komprimieren kann, gut treffen kann. Hier habe ich ein Video gemacht über den Handgelenkseinsatz beim Golf. Bitte schau dir auch dieses dringend an. Da geht es genau darum, was auch die Handgelenke machen müssen, damit du diese Übung erfolgreich machen kannst. Also bis gleich.